in Babylon. Führe uns in Tisbetu. Stock das Hause Beckham auf. Unvorstellbares ist eingetreten. Das Familiendrama in Babylon hat zwei Todesopfer gefordert. Zwei verfeindete Familien trieben ihre beiden Kinder, welche sich innig liebten, in den Tod. Gehörten die beiden verschiedenen Religionen an? Waren sie verschiedener ethnischer Herkunft? Fragen über Fragen tauchen auf. Frau Dr. Magister Ute Schönbichler hat sich schon eingehend mit diesem Thema auseinandergesetzt. Willkommen im Studio, Frau Dr. Magister Ute Schönbichler. Grüß dich. Servus. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Gerne. Könntest du uns etwas über dieses dramatische Erlebnis in Babylon erzählen? Natürlich. Zwei Häuser, zwei verfeindete Familien, zwei Jugendliche, die sich innig lieben. Das muss zwangsläufig zu Konflikten führen. Natürlich. Jetzt sehen Sie die dramatische Situation, die sich zwischen Pyramus und Thisbe abgespielt hat. In vide pares, quid amantibus obstas, quantum erat ut sine restoto nos corpore iungi. Ad hoc sinimium est, vel ad oscula danne vederes. Stell dir vor, du und dein Freund, euch drin so erwähnt. Ja, muss voll schlimm sein. Ich meine, warum haben die Eltern nicht einfach miteinander geredet? Dann macht das jetzt halt nicht so. Unglaublich. Vere etke, recendi caere la ena. Tibero pere fugio. Weißt du, Koche, Sabine, die Mann, der tut mir so leid. Jo, ich meine, ich will auch glauben, dass sie tot ist. Jo. Hör mich! Der Seg war extinctum. Geschichte, die aus zwischenmenschlichen, hasserfüllten Konflikten entstanden ist. Hätte man sie durch eine Aussprache vermeiden können? Man weiß es nicht. Genau. Nach der Werbung sind wir wieder für Sie da. Aber bevor das Büttel hinten ist, oder? Wohl. Und da kommt... und geht. Du musst aber. Ja, wir schauen. Video! Video! What? Get. Get. Dass sie da waren. Und danke dir. Das ist ein bisschen mit dich. Macht nichts. Einfach kopieren. Für die dritte Folge kopieren. Ich muss das anders sagen, es passt nicht anders. Starflash.
Starflash. Starflash. Starflash!